Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zu meinem Büchermonat Januar 2016. Es war ein toller Büchermonat, das schon mal vorneweg mit, jetzt habe ich natürlich die Bücher mal wieder nicht gezählt, 2, 4, 6, 8, 10 Büchern, die ich gelesen habe. Und zur Statistik, es waren insgesamt 4506 Seiten und das ergibt einen Tagesdurchschnitt von knapp 145 Seiten. Also ein toller Start ins Jahr, wirklich überdurchschnittlich viel gelesen, was vielleicht auch daran lag, dass mein erstes Audible-Hörbuch dabei war. Ich habe ja das Abo abgeschlossen, wo das erste halbe Jahr 3,95 kostet jeden Monat und dann ab dem siebten Monat dann eben 9,99, wo ich echt denke, für 4 bzw. 10 Euro kann man absolut nichts verkehrt machen. Also dementsprechend natürlich auch ein Hörbuch dabei. Es waren 2 Sachbücher dabei und tolles Buch sozusagen mit einer Reihe. Also ich kann es jetzt schon sagen, es ist Game of Thrones, was ich angefangen habe. Habe ich ja zum Geburtstag den Schuber in Englisch geschenkt bekommen. Dementsprechend ist sogar ein englisches Buch dabei. Und wenn man natürlich mal mit so einer Geschichte anfängt, ist man da einfach in der Geschichte drin. Es gibt 3 Bücher, Highlights, die mich echt so gepackt, gefesselt und begeistert haben ich wirklich ganz, ganz toll fand. Und es gab ein Buch, das ich nach einem Drittel, kann man ja vielleicht nicht ganz, doch ein bisschen so sagen, was ich abgebrochen habe, leider. Zudem habe ich eben 3 Bücher als E-Books gelesen und das finde ich auch absolut in Ordnung. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mit den Videoausschnitten an und ich wünsche euch dabei jetzt ganz viel Spaß. Das erste Buch im neuen Jahr bei mir war All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niefen, erschienen am 28. Dezember im Limes Verlag, wurde mir auch von diesen zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Kostet als E-Book 12 Euro und als broschierte Ausgabe 15 Euro und hat... ich glaube knapp 400 Seiten gehabt. Ja, um was geht es in dem Buch? Es geht zum einen um Finch, das ist einer der Protagonisten aus der Geschichte. Und Finch hat kein sehr leichtes Leben, hat auch Schwierigkeiten mit dem Vater, häuslicher Gewalt. Die Familie interessiert sich nicht so recht füreinander. Der Vater ist zu seiner anderen Familie gezogen und Finch leidet das sehr darunter, wird auch so ein bisschen als Freak in der Schule abgestempelt. Und eines Tages geht er auf dem Glockenturm der Schule, um zu überlegen, ob das vielleicht ein schöner Tod wäre. Und trifft da auf Violet. Und auch Violet hat es nicht sehr leicht in ihrem Leben gehabt. Sie hat vor knapp einem Jahr ihre Schwester beim Autounfall verloren, wo sie selbst mit drin saß und zum Glück nur leicht verletzt davongekommen ist. Und auch sie hatte etwas Besonderes auf diesem Glockenturm vor. Auch sie hat überlegt, ist das irgendwie eine Möglichkeit, um diesen Schmerz, den sie fühlt, im Grunde zu entgehen. Und beide retten sich an diesem Tag selbst und versuchen sich gegenseitig in das Leben zurückzubringen. Und Finch tut dafür allerhand und nimmt Violet auf eine Reise mit innerhalb des Bundesstaates, was so als Hausaufgabe beginnt. Und daraus entwickelt sich eine Freundschaft, die sehr tief ist, sehr innig ist. Und beides so ein bisschen in das Leben zurückbringt und dennoch Höhen und Tiefen hat und das Ende ganz anders ist, als man es sich vielleicht erhofft, erfreut oder erdenkt oder einfach ganz anders war. die Geschichte hat mich sehr berührt, sehr begeistert. Es war ein wunderschöner Stil. Mir haben beide Perspektiven unglaublich gut gefallen. Ich fand es sehr schön, Violet hat ihre Kapitel damit begonnen, dass sie die Tage bis zum Abschluss zählt. Finch ist ein Verfechter des Schlafes und findet, Schlaf ist überbewertet, so denke ich ja auch. Und er zählt die Tage, an denen er mehr oder weniger wach ist, also bei klarem Verstand und da ist. Und da zählen halt 3-4 Stunden Nachtschlaf trotzdem mehr oder weniger als wach. Weil für ihn natürlich dieses in Trance sein, gerade wenn man vielleicht einen Selbstmord hinter sich hatte, dann eben für ihn eher so der Schlaf war. Ich fand... unglaublich tolle Charakter, sehr tief, sehr glaubwürdig und es waren unglaublich viele Dinge
im Leben von Finch und Violet, die mir so bekannt vorkommen. Also Finch wirklich mit seiner Schlafverfechtung, so ähnlich bin ich ja auch. Ich bin ja auch jemand, der sagt, ich brauche eigentlich gar keinen Schlaf, ist für mich total sinnlos. Ich möchte meine Lebenszeit sinnvoll nutzen und nicht im Bett mit schlafen und dementsprechend schlafe ich ja auch sehr wenig. Und so waren mir manche Gedankengänge zum Schlaf, was Finch so losgebracht hat, sehr, sehr bekannt und ähnlich. Und auch die Argumente, die er Freunden und so gegenüberbringt, wo ich denke, ja, das könnte ich gesagt haben. Sehr schön fand ich auch, wenn beide miteinander über Facebook geschrieben haben und sich unterhalten haben, dass sie Zitate aus Büchern verwendet haben, also zum Beispiel von den Bronte-Schwestern oder sehr viel Virginia Woolf aus diesem Abschiedsbrief, den sie in irgendeinem Buch geschrieben hatte. Und auch das kam mir unglaublich bekannt vor. Wir Freundes, Familienkreis sprechen ja auch viel, zum Beispiel Zitate aus Herr der Ringe oder den Golden Girls oder ja, so manches ist bei uns so geläufig und das war so lustig, das zu lesen bei anderen, wo ich mir denke, ich dachte immer, wir sind die einzig Verrückten, die das machen und ich fand das einfach so cool und es war so viel Gedankengut von Finch, wo ich mir so dachte, boah, der denkt manchmal genauso abstruse Dinge wie du und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe mich natürlich nicht komplett in Finch wiedergefunden, weil diese Gedankengänge zu Selbstmord oder wenn er dann überlegt, wie viele Menschen, wie viel Prozent der Menschen, die das tun, ertränken sich oder sowas habe ich grundsätzlich nicht, also das war mir eher fremd. Habe ich aber nachvollziehen können, wie er das rübergebracht hat und das fand ich wirklich sehr, sehr schön und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, in diese Geschichte einzutauchen. Und ich habe auch ein sehr schönes Zitat mir rausgeschrieben und das möchte ich euch so zum Abschluss noch vortragen. Leb dein Leben so, dass du niemals etwas bedauern musst. Es ist vielleicht von Anfang an das Richtige zu tun, sodass man sich gar nicht erst zu entschuldigen braucht. Und das ist wirklich was, was ich ganz wichtig und gut finde. Und ich bin auch jemand, der rückblickend sagt, ich bereue nichts von meinen Sachen. Und auch das, was ich als Ziel habe, möglichst vernünftig oder eben so unvernünftig wie möglich zu agieren in meinem Leben, dass mir eben nichts leid tun muss und dass ich nicht 20 Jahre später denken muss, ach, hätte ich das so und so gemacht oder anders. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass man nichts bedauert, dass man so lebt, wie man möchte und möglichst natürlich niemanden dabei verletzt. Das finde ich ganz wichtig. Das ist auch Finch sehr wichtig. Und ich fand dieses Zitat einfach perfekte Abrundung zu einem wirklich sehr, sehr gelungenen Buch. Ein toller Start in ja, das neue Jahr. Und so kann es im Grunde mit dem Lesen weitergehen. Das zweite Buch ist Die unsichtbare Bibliothek von Genevieve Koopman, erschienen im Bastei Löwe Verlag im Dezember, kostet als E-Book 12 Euro, als Taschenausgabe 15 und hat knapp 432 Seiten. Und um was geht es in der unsichtbaren Bibliothek? Nicht nur, dass es ein wunderschönes Cover hat und einen coolen Namen und es um Bücher und Bibliothek geht, nein, es geht um Fantasy, es geht um Parallelwelten und mittendrin ist Irene. Sie ist ja im Grunde von Geburt auf Bibliothekarin, hat das von ihren Eltern schon übernommen und gelernt und ist auf der Suche nach besonderen Büchern. Und warum diese Bücher besonders sind, ja, das hat jedes Buch so an sich, das gesucht wird, wird uns natürlich innerhalb der Geschichte immer mal wieder erzählt. Das Besondere an den Reisen von Irene ist, dass sie nicht nur durch Zeit reist, in die unterschiedlichsten Zeiten, nein, sie reist auch im Grunde durch Räume und durch Parallelwelten. Und diese Welten sind ganz, ganz anderes als die unsrige, wobei auch schon Irenes ursprüngliche Welt eine andere ist wie unsere. Denn dort gibt es durchaus aus Magie. Es gibt Orte, an denen Hexen, Werwölfe, Vampire, Drachen einfach so umherlaufen, Elfen, Elben, alles ist vertreten und es unterschiedliche Grade an Magie in diesen Welten gibt. Es gibt andere Sprachen, es gibt andere Kulturen, es gibt andere Götter und das macht die Geschichte unglaublich spannend, packend. Es ist ganz viel Fantasy, es ist bildgewaltige, ja, großes Bücherkino. Und wir werden in diese Abenteuergeschichte hineingenommen, in der nicht nur Irene eine Rolle spielt, sondern ihr ja, Mitarbeiter, der erst 5 Jahre dabei ist, so eine Art Lehrling ist, Kai. Und die beiden sich sehr, sehr gut ergänzen und das eben auch so ein bisschen gepickt mit sehr lustigen Dialogen, sehr ernsten Dialogen. Es ist so ein Mix aus allem und beide eben einfach auf diese Abenteuerreise gehen. Also für uns Abenteuer, für Irene ist das ja der normale Job. Und das eben so den Unterschied macht. Wir stehen als Leser gebannt. Und sie nimmt es einfach trocken hin, weil sie es eben einfach kennt. Und ich fand das so geil. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Ich war in diesen Geschichten drin. Ich wollte nicht mehr aufhören zu lesen. Es war gepickt von Bilder, von Vorstellungskraft, von Fantasie. Es war so lebendig und einfach so bildhaft. Und wenn man da angefangen hat zu lesen, man ist nicht mehr rausgekommen. Und ich fand es einfach mega geil. Ich war da drin. Ich habe bis zur Mitte überlegt, ist es wirklich geil? Ist es too much? Ist es zu viel Fantasy? Ist es noch realistisch?
was ist realistisch, aber ja, das war so ein bisschen, wo ich dachte, ist es jetzt wirklich mega genial oder ist es einfach, was denken die sich dabei? Und ich bin zum Entschluss dann gar gegen Ende gekommen, es ist einfach nur mega geil. Als Fantasy-Mädchen habe ich dieses Buch absolut geliebt. Ich mochte diese Reisen durch die Parallelwelten und ich fand es einfach toll, wie es dargestellt war. Und der Stil, es war eine Mischung aus kurzen, prägnanten Sätzen und dann wieder wunderbaren Erzählungen, die ein bisschen ausschweifender waren. Und es war immer so auf den Punkt, mega geil, unglaublich toll, hat mir gut gefallen. Ich freue mich jetzt schon auf das zweite Buch der Autorin. Und bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Und es wird, glaube ich, im August erscheinen. Und ja, bin total hin und weg von dieser Geschichte. Weiter geht's mit einer Fortsetzung. Und zwar aus der Talon-Reihe von Julie Kagawa. Ich vermute mal, man spricht sie so aus. Und zwar Drachenherz wurde mir als Hardcover-Ausgabe vom Heinefliegt-Verlag zur Verfügung gestellt. Ich habe das Buch mittlerweile aber schon einer lieben Freundin ausgeliehen und daher blende ich euch das Buchcover jetzt einfach ein. Hat knapp 540 Seiten und ist Mitte Januar erschienen. Ja, es ist natürlich so, dass es schwer ist, etwas zu einer Fortsetzung zu sagen. Vielleicht grob zu der Talon-Geschichte. Wir haben hier eine Urban-Fantasy-Geschichte, wo Menschen eben auch Drachengestalt annehmen können. Und wir heben hier jugendliche Drachen. Ja, Ember mit ihrem Bruder verfolgen im ersten Teil, die sich eben so ein bisschen in die Menschenwelt einfinden sollen, Freundschaften schließen sollen und eben das menschliche Verhalten erlernen sollen. Und beide treffen im ersten Teil eben ja im Grunde auf einen Einzelgänger, einen ausgeschlossenen Drachen, der gegen Talon, ich sage jetzt mal, rebelliert und dann eben auch auf Garrett. Und Garrett ist nicht irgendein Junge, nein, er ist ein Drachenjäger und ist eigentlich auf der Suche nach einem ganz speziellen Drachen und trifft dann eben auf Ember und ihren Bruder und ja, die beiden, da geht so ein bisschen was, es sind so leichte Funken im ersten Teil zu spüren. Das Schöne an der Geschichte war einfach, dass es mal was anderes war mit den Drachen, dass es sich unglaublich schnell hat lesen lassen, dass man komplett in der Geschichte eingetaucht ist. Und so auch im zweiten. Die Geschichte geht nahtlos weiter. Man hat so einen leichten Cliffhanger am Ende des ersten Teiles. Und es geht am zweiten Teil einfach weiter. Und es ist spannend, packend, es ist toll erzählt. Es ist sehr lebendig beschrieben. Man hat wirklich so ein bisschen das Gefühl, man ist so ein bisschen in einem Film. Es ist wirklich wunderbar bildlich darstellbar und auch wirklich ganz, ganz toll, ja, die Atmosphäre, die rübergebracht wird, gerade wenn man uns so ein bisschen in abgeschiedene Hotels führt und in die Wüste und der erste Teil hat in Las Vegas gespielt. Das ist so und auch der zweite Teil tut das und ich mag diese Atmosphäre dieser Städte und ich mochte auch die Charaktere sehr gerne. Allerdings hat sich Emma so einen Hauch zum Negativen für mich verwandelt, weil sie auf einmal Dinge tat und dachte, wo ich eigentlich dachte, da müsste sie drüber hinaus eigentlich sein. Also sie war sehr unvernünftig und obwohl sie eigentlich um die Gefahren wusste und ahnte und dennoch irgendwie hat sie totalen Blödsinn gemacht. Und das war was ich aus dem ersten Teil nicht von ihr kannte, denn das habe ich eigentlich im ersten Teil sehr an ihr geschätzt, dass sie nicht so mit dem Kopf durch die Wand agiert hat, sondern eben für ihr Alter einfach ein bisschen nachgedacht hat und das relativ vernünftig gemacht hat. Und ich das eigentlich sehr schön fand, wenn dann eben jemand mal ein bisschen untypischer handelt, als man es von einer Jugendlichen sozusagen erwartet. Leider ist sie einfach in dieses Jugendschema dann so ein bisschen verfallen. Es tun sich natürlich zwei Lager auf in der Geschichte und ja, das ist sehr spannend. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf den dritten Teil. Bin sehr gespannt, wann der rauskommt. Ich glaube, der englische Band ist auch noch nicht draußen und hoffe, dass es vielleicht Ende dieses Jahres weitergeht, wenn nicht zumindest dann spätestens Anfang des nächsten Jahres. Und ja, bin total begeistert von der Geschichte, freue mich wirklich auf die Fortsetzung und ja, ich habe es im Nu auch so weggelesen und ja, so machen Bücher einfach Spaß. Und nun zu einem Buch, das ja schon so bereits am Anfang des Jahres und des Monats auf jeden Fall Monatshighlight ist und wahrscheinlich auch zu einem Jahreshighlight wird. Ein Buch, das mich gepackt hat, gefesselt hat und mich tief, tief begeistert hat. Elias und Laia von Saba Tahir, erschienen im Löwe Verlag, habe ich als Hörbuch gehört mit der Synchronstimme von Hermine, was ich sehr geil fand, was viel Spaß gemacht hat. Und ja, das ist der erste Teil einer Reihe. Der erste Teil hat den Untertitel Die Herrschaft der Masken
Und so wird auch ein bisschen sozusagen die Geschichte, die Welt, in der wir uns befinden, erzählt. Wir sind in einer ja, dystopischen Welt, die ein bisschen ja, mittelalterlich vielleicht angehaucht ist, wie es ja oft bei Fantasy der Fall ist. Und wir sind zwar hier in der Jugendliteratur, aber definitiv ist es schon ein bisschen höhere Jugendliteratur. Es ist, ich denke, es ist auch nur Jugendliteratur, weil die Protagonisten eben jugendlich sind, weil es ist an sich schon sehr brutal in dieser Welt. Es gibt die Masken, was so eine Art sehr bösartige, gewaltvolle, brutale Armee ist. Es gibt Sklaven, es gibt einfach so die normalen Menschen, die aber nicht viel zu lachen haben, denen es sehr schlecht geht. Und gerade die Sklaven, was die angeht, die haben teilweise nicht mal mehr ihre Vornamen, tragen die, sondern werden einfach nur mit der Bezeichnung, dass sie tun, angesprochen, hey Köchin, hey Kindermädchen oder Küchenmagd oder was auch immer, Küchenhilfe, glaube ich, hieß sie. Und das sind so Dinge, da wo man echt so erstmal schlucken muss. Und wir sind wirklich in einer sehr brutalen Welt, in einer sehr widerlichen Welt und ja, finden uns da durch die erste Perspektive in diesem Buch ein. Und zwar sind wir hier bei Laia. Und Laia, ja, die treffen wir mittendrin im Geschehen, als sie mit ihren Großeltern und ihrem Bruder irgendwie zusammensitzt und merkt, oh, da kommen die Masken und die wollen jetzt eine Durchsuchung machen, denn es tut sich in diesem Land so ein bisschen ein Widerstand auf, und die Eltern von Laia waren Widerstandskämpfer und sind daran im Grunde gestorben. Und ja, sie versuchen noch zu flüchten, allerdings schaffen sie es nicht. Die Masken bringen dann direkt ihre Großeltern um und verschleppen ihren Bruder und lassen sie mehr oder weniger frei. Sie schafft es dann doch zu entkommen, sich zu verstecken, und sucht eben den Widerstand, um ihren Bruder zu retten, aus dem Gefängnis zu holen. Und sind wir wirklich mittendrin in der Geschichte, und das war von den ersten Seiten an packend. Ich hatte unglaublich viel Angst mit Laia und habe wirklich ihre Angst aufgenommen. Der Stil, den Sabata hier da nutzte, das fand ich unglaublich. Das war fast schlimmer als bei manchem Thriller, wo ich echt dachte, Mensch, irgendwie mir rast wirklich das Herz. Beim Hören fand ich das auch irgendwie noch intensiver, wie wenn es eben einem jemand erzählt. Dann gibt es die zweite Perspektive, das ist Elias. Elias selbst ist eine Maske, ist also eigentlich auf der anderen Seite sozusagen der Geschichte und spürt aber in sich, irgendwie kann er nicht einfach nur ja, Befehle befolgen, kann er nicht einfach töten, ohne zu wissen, warum, und er will auch eigentlich nicht, weil jedes Mal töten, das ist eben halt Menschenleben, und er spürt, dass er mit der Sache nicht zurechtkommt. Er ist jetzt 10 Jahre in Schwarzcliff, das ist sozusagen die Armeeschule, hat dort auch eine sehr gute Freundin. Es gibt pro Generation nur eine Frau in Schwarzcliff, die sich beweisen kann als Maske, und das Besondere eben bei den Masken ist, dass sie Silbermasken tragen, die sich wirklich mit dem Gesicht verbinden und auch einwachsen und eigentlich dann auch festwachsen. Elias widert das aber unglaublich an und er legt seine sehr oft ab, weswegen sie auch noch nicht festgewachsen ist, und er steht kurz vor der Prüfung und spürt aber einfach diese Ungerechtigkeit in sich, in seinem Land, dass er das nicht länger mitmachen will und überlegt eigentlich eine Flucht. Natürlich hat die Geschichte, dass beide Charaktere sich irgendwann treffen. Es ist aber überhaupt nicht vergleichbar mit irgendeiner klassischen Liebesgeschichte oder sonstigem, denn beide stehen definitiv eigentlich auf einer anderen Seite, und es befasst sich eigentlich sehr wenig mit einer Liebesgeschichte. Also davor, wer keine Liebesgeschichte macht, braucht keine Angst haben. Das ist hier wirklich absolut nebensächlich. Es geht wirklich um das Leben, zum einen mit dieser Angst, mit den Aufgaben, die Laia bekommt, und eben diesen Zwiespalt, den Elias hat, und miteinander versuchen, ja, wirken sie im Grunde von der Ferne ein wenig aufeinander ein, das kann man vielleicht so ausdrücken. Und das Besondere war nicht nur, dass es unglaublich spannend war, es hat mich gepackt, es hat mich gefesselt, ich habe eigentlich fast nur noch gehört, egal ob ich Geschirr gespült habe, egal ob ich geputzt habe, egal ob ich in der Wanne war, ob ich duschen war, ob ich früh Zähne geputzt habe. Ich habe sogar mit auf die Toilette genommen, was ich normal nicht mit Büchern mache. Und ich hatte mein Handy, weil ich das über die Audible-App gehört habe, immer dabei. Es war unglaublich. Ich habe jede 10 Minuten, die ich Zeit hatte, zwischen irgendwas genutzt, schnell angemacht und gehört. Ich fand das toll. Ich fand die Stimmen toll. Ich fand, wie es erzählt wurde, toll. Ich fand diesen Schreibstil unglaublich gelungen. Er war bildhaft, er war lebendig, er war etwas ganz anderes, er war so poetisch, wie in diesem Buch
zum Beispiel auch Augenfarben beschrieben wurden. Das fand ich wunderschön. Ich habe mir das so ein bisschen auch als Notiz gemacht. Ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat. Es ging um blaue Augen. Nein, das Blau der Augen erinnert mich an die entfernten Inseln. Und das war, es war unglaublich poetisch und trotzdem ja, das richtige Maß an Gewalt, an Brutalität, was man aus dieser Zeit erwartet. Und jetzt kann ich ja sagen, es ist so, geht in Richtung of Game of Thrones sozusagen. Diesen Vergleich konnte ich ja vorher nicht anstellen. Es ist nicht ganz so brutal, keine Frage, aber man spürt schon, dass das eine andere Jugendgeschichte ist, dass das auf einem ganz anderen Level sich befindet. Das kommt so in gewaltvoll nah an Panem. Da ging es ja auch schon sehr gewalttätig zu. Und man spürt das einfach und man spürt diese Gewalt auch in sich und das spielt sich dann auch im Kopf ab. Ich bin total gefesselt, ich bin total begeistert, bedanke mich bei Laura und Paddy für die Empfehlungen zu diesem Buch und dass ich mich dann wirklich dafür entschieden habe, das als mein erstes Audible-Hörbuch zu hören. Ich bin hin und weg, freue mich auf den zweiten Teil und kann jetzt absolut verstehen, all die, die es 2015 ja als ihr Highlightbuch in die Kamera gehalten haben und bin echt froh, diese Geschichte entdeckt zu haben und ja, mich fesseln zu lassen. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte und das spricht absolut für ein gutes Buch. Und weiter geht es mit einem zweiten Teil einer Reihe. Und die Reihe ist von Trudy Canavan, einer australischen High-Fantasy-Autorin. Und ihre Reihe nennt sich Die Magie der tausend Welten. Und der erste Teil war Die Begabte. Und der zweite ist nun der, den ich in den Händen halten, Der Wanderer. Erschienen im Penhaligon Verlag im November letzten Jahres. Ja, Trudy Canavan ist bei mir bekannt geworden durch die Reihe Die Magier der Schwarzen Gilde, also die Anfänge der Sonea-Reihe, wenn man so möchte. Die Sonea-Reihe ist aber etwas, was ich, glaube ich, ein paar Jahre später weitererzählt. Und mich hat das damals sehr in den Bann gezogen, weil mir die Schreibweise von Trudy Canavan sehr gut gefallen hatte. Es war Fantasy, man spürte, es war irgendwie anders als das typische Fantasy, was vielleicht einfach daran lag, dass Trudy Canavan eben eine Frau ist und vielleicht dadurch einfach Dinge anders rüberbringt, als es ihre männliche Kollegen taten. Also jetzt nicht schlechter, besser, aber irgendwie anders. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich entdeckte, dass es eine neue Reihe gab und fand damals den Klappentext des ersten Buches unglaublich spannend und auch der erste Teil war sehr, sehr spannend und interessant. Es ist natürlich schwierig, auf einen zweiten Band so detailliert einzugehen. Um was geht es denn grob in der Geschichte? Ja, wir haben hier im Grunde zwei Geschichtsstränge. Wir haben einmal die Geschichte um Tien und der findet ein Buch und das Buch heißt Pergamma und war ursprünglich mal eine Frau und sie wurde von einem sehr mächtigen Zauberer, Magier, wurde sie in ein Buch verwandelt, das sehr, sehr viel weiß, Wissen eben auch aufnimmt und sozusagen ein denkendes Buch, wandelndes Lexikon ist, wenn man das so möchte. Und Tien geht jetzt eben auf die Suche in diesen tausend Welten, wenn man so möchte, um vielleicht ein bisschen was zu der Reihenüberschrift hinzufügen, um ja im Grunde sie wieder zu der Frau zu machen, die sie einmal war. Der zweite Geschichtenstrang ist Riel. Ein Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, das eben auch auf die Reise geht durch verschiedene Welten, um eben ja, eine spezielle Aufgabe zu erfüllen, beziehungsweise also auf der Suche nach etwas ist. Und beide Wege kreuzen sich jetzt so langsam immer mal wieder. Und so erfährt man natürlich auch immer ein bisschen aus unterschiedlicher Blickrichtung etwas über die Welt. Der erste Teil hat uns in diese High-Fantasy-Welt ja wirklich hineingeschmissen, hineingetaucht und war unglaublich spannend, diese Idee, dass man nicht nur durch Zeit reist, durch Länder reist, sondern durch ganze Welten reist. Und mir hat auch diese Idee dieser Magie gefallen, die in dem Buch erzählt wurde. Der zweite Teil hat mich jetzt nicht mehr ganz so überzeugt, wie es der erste getan hat. Was mich anfangs total irritiert hat, ist, dass zwischen Teil 1 und Teil 2, ich glaube, 5 Jahre vergangen sind und es für mich gar keinen Sinn macht, warum eine Geschichte 5 Jahre unterbrochen ist. Und es auch nicht erklärt, irgendwie wird, was in den 5 Jahren alles passiert ist. Und das war etwas, was einen wirklich die Anfangszeit, also gut das erste Viertel, wenn nicht sogar das erste Drittel, irgendwie beschäftigt, weil man nicht versteht,
oder ich habe es zumindest nicht verstanden, was das für einen Sinn gemacht hat. Denn normal beginne ich ja in der Geschichte, wo eben was passiert. Da taucht man ja als Autor ein und erzählt dann den Weg der Charaktere. Und warum da jetzt 5 Jahre liegen, sind mir ein Rätsel. Vielleicht ergibt das irgendwie nochmal Sinn, wenn man dann, ja, vielleicht im dritten Teil liest. Das hat mich wirklich irgendwie gestört und auch, dass es gar keine Veränderung eigentlich der Charaktere gegeben hat, denn Riel ist nach wie vor unglaublich naiv, wie ich finde, und stürzt so in das Leben und ich weiß nicht. Und das hätte ich nach 5 Jahren einfach nicht mehr erwartet, weil 5 Jahre sind ja gerade für eine Jugendliche sehr, sehr viel Zeit. Was ich ganz gut fand, war wieder diese verschiedenen Facetten, die man eben zum Beispiel bei Tien gespürt hat, dass die Charaktere wirklich teilweise sehr tief gehen, dass man ein ganz tolles Bild von denen bekommt, dass man wirklich schon so ein bisschen die Gedanken erahnen kann, in welche Richtung werden die gehen und dann manchmal doch eine Wendung ist, aber dass man da so das Gefühl hat, man kennt diesen Charakter, und das fand ich gerade bei Tien wirklich sehr, sehr gelungen, und dass man eben auch andere Charaktere hatte, die sehr intensiv beleuchtet werden und rübergebracht werden. Das finde ich wirklich am Stil von Trudy Canavan unglaublich gut. Was aber dann wiederum mich unglaublich gestört hat, war der sehr einfache und platte Ausdruck der Sprache. Ich habe es im Wochenrückblick schon gesagt, vielleicht hängt es an der deutschen Übersetzung. Kann durchaus sein. Mir hat hier manchmal einfach so ein bisschen das Typische, was man ja in Fantasy hat, ist ja doch ein bisschen eine schwerere und ja, einfach eine etwas umschreibendere Sprache. Und es waren hier teilweise sehr platte Sätze, sehr einfache Sprache, wo man so dachte, das hat mir persönlich nicht gefallen. Also ich möchte schon ein bisschen auf einem normalen Niveau und nicht darunter. Also das fand ich sehr schade, wo ich dachte, das kannte ich aus der Reihe, die ich von ihr vorher gelesen habe, eben nicht. Das war immer eine sehr packende und wirklich tolle Sprache, und auch der Ausdruck in den Dialogen und so fand ich wunderschön. Und das hat mir hier total gefehlt. Das fand ich unglaublich schade. Das hat mir nicht so gefallen. Auch so manche Verstrickungen und wie manches passiert hat, es war manchmal als nicht so logisch. Das fand ich persönlich sehr schade, weil ich mir von der Reihe wirklich was versprochen habe und ja, irgendwie jetzt nach dem zweiten Band denke, wo geht es hin? Löst sich etwas im dritten? Ist es vielleicht wirklich nur so ein Lückenfüller, wie es ja oft in Trilogien ist? Und ja, es hat mich nicht gepackt und so gefesselt. Ich meine, ich bin gut durchgekommen, weil das Buch hat ja doch über 700 Seiten. Ja, man hat auch immer weiter gelesen. Es gab Momente, die unglaublich in die Länge gezogen wurden. Dann kam mal wieder so ein Highlight, wo man sagt, okay, ich wurde belohnt für das Warten. Aber ja, es hat mich nicht wirklich gepackt. Es hat mich nicht so gefesselt. Und wie gesagt, ob ich jetzt wirklich den dritten lese, ja, da warten wir einfach mal ab, wie ich vielleicht Ende des Jahres, wenn der dritte herauskommt, Lust und Laune dazu habe. Ich wollte es so, dass mir diese Reihe gefällt. Und irgendwie, ich weiß nicht. Einfach mal abwarten. Es ist jetzt nicht die größte Empfehlung. Natürlich jeden, der den ersten Band gelesen hat und die gut fand, sollte selbst in den zweiten hineingucken. Aber ja, es ist jetzt, denke ich, für mich persönlich keine Reihe, die ein absolutes Must-Read ist. Und ja, es ist einfach so schade, aber man weiß es halt vorher immer nicht, ne? Magic Cleaning von Marie Kondo. Erschienen im Rowohlt Verlag. Kostet das Taschenbuch 9,99 €. In Rot ist es Teil 1 und es gibt auch einen zweiten Teil in wunderschönem Blau. Ich habe beide direkt hintereinander gelesen, denn ich wollte einfach mal ja eine etwas andere Art des Ausmisten, des Aufräumens erfahren. Und ich bin hier wirklich hoch motiviert aus diesen beiden Büchern herausgegangen. Es ist ein Sachbuch, also es ist keine klassische Geschichte. Es sind Tipps und Tricks, wie wir nach Marie Kondos Art eben ausmisten. Und hier ist wirklich das Rätselslösung sozusagen, dass man nur das behält, was einen glücklich macht. Und man wirklich jedes Teil, das man in die Hand nimmt, sich dabei überlegt, macht es mich glücklich? Und wenn nicht, fliegt es raus. Und bei Marie Kondo fliegt wirklich alles raus, direkt in den Müll. Es sind wohl unglaublich viele Kunden dabei, die wirklich Beutel um Beutel rauswerfen. Egal, ob es Kleidung ist, CD ist, DVD ist, ob es Geschirr ist, ob es Schuhe sind, Taschen, Accessoires oder Bücher. Das war für mich in diesen Büchern absolutes No-Go, dass man Bücher einfach in die Papiertonne wirft. Würde ich persönlich nie tun. Aber Marie Kondo ist da wirklich sehr,
Ja, sie wirft wirklich alles weg. Ich fand die Ansätze in diesem Buch unglaublich hilfreich. Es hat mich sehr, sehr motiviert. Ich habe auch schon im Kleinen angefangen, denn auch ein sehr großer Unterschied zu diesem üblichen Wegwerfen oder Aufräumen, wie wir es vielleicht kennen. Ja, jeder von uns wird den Satz kennen, heute räume ich das Schlafzimmer auf, heute putze ich das Bad, heute räume ich mein Wohnzimmer auf. Und Marie Kondo macht es nicht nach Räumen, sondern sie macht ein Aufräumfest für die ganze Wohnung, für das ganze Haus. Und ordnet nach Kategorien, das heißt, sie trägt alle CDs zusammen, alle Bücher zusammen, alle Kleider zusammen und fragt sich dann eben, macht mich etwas glücklich? Und sie ist wohl in Japan sehr bekannt, gibt dort direkt auch Seminare und wir haben eben die Möglichkeit, über die Bücher etwas zu erfahren. Ich habe auch ja, auf YouTube einfach mal nach ihr geguckt, um zum Beispiel die Einräumtechnik für ihre Schränke zu finden. Da gibt es auch das ein oder andere Video, da könnt ihr gerne mal gucken. Ich fand den ersten Teil unglaublich gut. Ich fand wirklich die Idee sehr, ja, inspirierend, motivierend und es hat mich wirklich direkt angesprochen. Der zweite Teil ist unglaublich viel Wiederholung, leider. Also man nimmt da sehr wenig Neues mit. Es ist einfach nur nochmal ergänzend mit mehr Erfahrungsberichten, die sie einfach so ein bisschen reinpickt. Und wirklich das Besondere am zweiten sind dann eben, dass man auch sieht, wie soll ich Kleidung zum Beispiel falten. Man wird es leider nicht so gut sehen. Das hat mir im ersten gefehlt. Also ich, als mit dem ersten fertig war, dachte ich mir auch, Mensch, warum sehe ich jetzt nicht, wie ich meine Kleidung falten soll oder andere Dinge? Und das ist dann im Grunde die Ergänzung im zweiten Teil. Ob es dafür wirklich zwei Bücher gebraucht hätte oder ob man es ein bisschen zusammengefasst hätte, sei jetzt mal dahingestellt. Wer etwas sucht, um sein Leben aufzuräumen, um seine Wohnung, sein Haus, um seine Umgebung irgendwie sich so einzurichten, damit man sich wohlfühlt, der ist hier absolut richtig. Und ich bin wirklich hochmotiviert und es wird da auf jeden Fall noch das ein oder andere Projekt auf meinem anderen Kanal geben, sobald ich wirklich mit dem Aufräumen nach Marie Kondo starte, weil ich das wirklich unglaublich packend, fassend, fesselnd und interessant finde. Und ja, jeder, der nach so etwas sucht, sollte einfach mal hier reinschauen. Ja, und ich danke dem Rowohlt Verlag. Das Lied der Dämonen von Wolfgang Thon ist im Jahre 2014 erschienen, ist Teil einer Trilogie, wo, glaube ich, jetzt der dritte Teil demnächst erscheint, kostet broschiert 15 Euro, als E-Book 12, hat 704 Seiten und ist im L'Envalet Verlag erschienen. Ja, dieses Buch hat mich angesprochen über ein Video der lieben Shari vom Kanal Alles Allerlei, die doch relativ viel geschwärmt hat über dieses Buch. Und ich dann auch auf Amazon geguckt habe und dachte, Mensch, das klingt echt nach einer interessanten High-Fantasy-Saga und wollte eben einfach Teil dieser Reihe sein und dachte, Mensch, wenn jetzt der nächste dritte erscheint, bist du ja sozusagen live dabei. Leider, und das sage ich direkt zu Beginn, habe ich dieses Buch nach knapp 250 Seiten abgebrochen. Ja, zur Handlung. Es wird im Grunde im Klappentext etwas ganz anderes versprochen, als man dann tatsächlich erhält. Man erfährt so ein bisschen, dass es einen Krieg zwischen Drachen und Göttern gab und die Götter gewonnen haben und die Drachen jetzt im Grunde diese Macht wieder haben möchte. Und es gibt eben einen Jungen, der den Drachen ja, diese Macht wiedergeben soll. Und darum soll jetzt im Grunde die Geschichte gehen. Ich habe weder was groß über Drachen gesehen, noch über die Götter und ich fand ganz schlimm den Stil. Ich mochte den Schreibstil nicht. Es war viel, viel Erzählung, also alles, ja, ist eine Geschichte, ist eine Erzählung, aber es wurde immer nur erzählt. Er lief, er sah, er wunderte sich, und das immer und immer wieder. Und ich mag eben auch ein Buch, wenn Dialoge da drin vorkommen. Die gibt es hier auch, aber die sind irgendwie so gering gesät und man erfährt immer alles nur aus diesen Erzählungen. Und das hat das Lesen für mich persönlich unglaublich schwer gemacht, weil es sich nicht lebendig angefühlt hat, sondern einfach so niedergeschrieben, wie wenn ich einen, ja, theoretischen Bericht lesen würde. Und auch die Charaktere, wie zum Beispiel Lei, das ist ein Junge, der in einem Kloster aufgewachsen ist. Das ist so ein total ungehöriger, ungezogener Typ, der jeden beleidigt, auch Leute, die, oder gerade ja, jemanden, der ihn gerettet hat und der ihm ständig erzählt, wie doof er ist, wie er stinkt, und das fände ich unmöglich. Dieses Benehmen teilweise der Protagonisten, der Charaktere in dem Buch, hat mir absolut nicht gefallen. Ich mochte
Die Prinzessin Yola, die aus ihrem Palast des Vaters floh, weil sie in eine Zwangsheirat eingebunden werden sollte. Ja, die konnte man in etwa was nachvollziehen, aber ansonsten waren die Charaktere alle irgendwie frech, ungehalten und ich bin nicht reingekommen, gar nicht. Ich fand es auch sehr brutal, ich fand es unglaublich blutig. Ich hatte teilweise, wie bei einem Gruselfilm, so dieses Blätter-Momente, wo ich dachte, oh, jetzt halt doch nicht so drauf, das will ich nicht sehen. Und ich bin ja, dank Game of Thrones, sehr hart gesotten, würde ich sagen, wo ich auch mal die Augen zumache. Aber ich fand hier die Szenen teilweise brutaler. Also das fand ich echt eklig, wo ich mir immer dachte, muss ich das wirklich so en detail sehen? Und ja, ich bin auch nicht in den echten Lesefluss gekommen. Es war eben immer irgendwie so stockend und ja, ich weiß nicht, ich hatte auch so den Eindruck, wie wenn der Autor zu viel gewollt hat und zu viel da reinpacken wollte. Ich weiß nicht, ich kann es so schlecht erklären. Es ist ja, glaube ich, Germanistik, glaube ich, sogar studiert. Und ich glaube, er wollte es einfach zu perfekt machen, hat sich vielleicht dann doch an dem einen oder anderen Fantasy-Buch orientiert. Und irgendwie ist es daneben gegangen, zumindest für mich. Ich weiß nicht, vielleicht auch, weil ich doch das ein oder andere Fantasy-Buch kenne. Vielleicht gefällt es einem, wenn man weniger Fantasy kennt oder wenn man mit einer anderen Erwartungshaltung rangeht. Shari hatte ja schon in ihrem Video auch gesagt, dass man eben nichts von Göttern und Drachen erwarten sollte, dass da der Klappentext täuscht. Ja, damit bin ich ja dann im Grunde schon mit einer anderen Erwartung rangegangen. Aber ich fand es irgendwie nicht gut. Und ja, 250 Seiten waren dann das höchste der Gefühle. Und da dachte ich echt, warum quälst du dich mit einem Buch? Du hast so tolle Bücher in deinen Regalen stehen. Und ja, da habe ich es dann eben abgebrochen. Ist schade, aber auch sowas gehört einfach dazu. Und ja, es kann ja nicht nur gute Bücher geben. Und ja, das Lied der Dämonen ist jetzt eben eins, was ja, nicht so toll. Und das war wahrscheinlich letzte Buch in diesem Monat. Ich werde zwar jetzt noch eins anfangen, aber ich weiß nicht, ob ich es fertig bekomme. Ist von George R. R. Martin, A Game of Thrones. Ich habe es im englischen Original gelesen. Und ja, das ist ja, ich sag jetzt mal, ja, das englische Original zu Das Lied von Eis und Feuer. Und ich glaube, der erste Teil ist im Deutschen Die Herrin von Winterfell und der zweite Teil dann Das Erbe von Winterfell, denn im Deutschen werden die englischen Bände immer in zwei aufgeteilt. Es gibt im Deutschen eben schon 10 Bücher und im Englischen nur 5. Und ja, ich glaube, man muss zu der Geschichte gar nicht mehr viel sagen. Es ist High Fantasy. George R. R. Martin hat hier eine Welt erschaffen, die sehr brutal ist, die sehr echt ist. Also er hat in verschiedensten Interviews und wo ich so ein bisschen jetzt gelesen habe, mich ein bisschen in das Thema reingefunden habe, hat er eben gesagt, er wollte die Wahrheit dieses Zeitalters sozusagen beschreiben. Also er geht definitiv so ein bisschen ins Mittelalter. Es gibt viele Kriege, es gibt viele Schlachten. Frauen werden in diesen Büchern oder jetzt auch besonders in diesem nicht sehr gut behandelt. Wir haben viele Zwangsheiraten, wir haben aber auch wunderschöne Fantasy-Elemente. Und ich mag viele der Charaktere, die ich jetzt im ersten Teil getroffen habe, sehr gerne. Ich mochte den Perspektivwechsel. Wir haben ja 6, 7 Perspektiven. Wir haben ja einiges an Perspektiven, wenn man mal so grob durchrechnet, könnten es auf jeden Fall so 6 sein, wenn es nicht gar 5 sind. Da müsste ich jetzt direkt glatt nochmal nachgucken. Es müssten aber so 5, 6 Perspektiven sein, weil wir haben fast die komplette Familie Stark als Perspektive. Wir hatten Tyrion Lannister. Wir haben die Perspektive von Jon Snow, der ja auch mehr oder weniger im Grunde zu den Starks gehört. Und es ist eben, ja, im Grunde das Spiel um den Thron, der Kampf um den Thron, der eben ausbricht, weil der König stirbt. Und sein scheinbar rechtmäßiger Erbe vielleicht doch nicht so rechtmäßig ist. Und es gibt hier eben Verwicklungen, Verirrungen und ganz viel Brutalität. Und aber es gibt auch Freundschaft, es gibt Familienbande, es gibt sehr viel Stärke.
und auch Wahrheit bei Menschen in der Geschichte, von der man es nicht erwarten würde. Wir haben auch sehr viele junge Protagonisten hier drin. Also gerade wenn man Bran denkt, den jungen Stark, der in der Geschichte 6, 7 ist. Oder Arya, die Tochter aus dem Hause Stark, die glaube ich 9 oder 10 ist. Ich habe es ja nicht immer so mit Alter. Ich bin froh, dass ich die Namen zusammenbekomme. Wir haben einen sehr widerlichen Charakter, der offensichtlich wirklich sehr bestialisch ist und sehr viel Böses in ihn ruht. Und wie ich ja schon aus der Serie weiß, denkt man immer, schlimmer geht nicht, aber schlimmer geht immer, ist hier das Motto. Und ja, es gibt auch schon den ein oder anderen Tod, den es hier zu betrauen gibt. Auch dafür ist ja George R. R. Martin bekannt, dass er gerne zurückgreift auf Kill Your Darlings, keiner ist sicher. Und das hat man hier drin definitiv schon gespürt, was ich wirklich sehr heftig fand. Damals schon in der Serie, auch hier im Buch. Ich fand das Englisch sehr angenehm. Es ist ein amerikanisches Englisch. Damit komme ich immer relativ gut zurecht. Ich mochte es, wie George R. R. Martin die Dinge so auf den Punkt bringt, keine Umschweifungen in der Regel macht. Und das unterstützt natürlich das Englisch immer sehr. Also englische Sätze sind ja oftmals viel, viel kürzer als die deutschen. Und wir in Deutsch verwickeln uns da in Verzweigungen. Und ja, was natürlich auch unsere Sprache ausmacht, die Sprache der Dichter und Denker. Aber ich mochte das sehr gerne hier lesen. Es war eine wunderbare Welt. Sie hat mich eintauchen lassen, mitgerissen, begeistert. Und eigentlich hätte ich am liebsten Lust gehabt, ja, direkt zum nächsten Band im Regal zu greifen. Aber ja, wenn jetzt natürlich wochenlang nur Game of Thrones lese, ja, ich würde damit sehr glücklich werden, aber es gibt natürlich auch so viele andere Bücher, die ich unbedingt jetzt lesen möchte. Und habe ich mir jetzt einfach vorgenommen, so wirklich so auf Ende des Monats so zu gucken, dass ich ab Ende des Monats die letzte Woche eben beginne, jetzt immer so ein Band zu lesen. Ich bin jetzt durch diese 800 Seiten ja relativ gut durchgekommen. Ja, knapp 830 Seiten oder ja, es waren glaube ich 803 oder 804 und dann kommen hinten so Erklärungen zu den Häusern. Bin ich relativ schnell durchgekommen, aber ich war natürlich auch krank. Dementsprechend hatte ich ein bisschen mehr Zeit als gewöhnlich. Aber ja, ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. Ich möchte in diese Welt intensiver eintauchen. Ich möchte es mit Haut und Haaren aufnehmen und mich hat es einfach total gefesselt. Und ja, ich bin total begeistert. Also es ist sozusagen das zweite Monats-Highlight jetzt im Januar nach Elias und Laia, was ja auch so in diese brutale Fantasy-Dystopie-Welt gegangen ist. Hier jetzt wirklich High-Fantasy. Ja, und man spürt, dass etwas zwischen den Zeilen steckt und was dann viele eben auch im Internet sagen oder auch George R. R. Martin gesagt hat, man soll zwischen den Zeilen lesen und das versuche ich. Und man spürt manchen Hinweis, den man vielleicht aus der Serie einfach schon kennt, weil dann ist man natürlich schon im 5. Buch und man spürt, dass es schon in die Richtung hingeht. Und ich glaube, er wusste schon beim 1. sehr gut, welche Richtung er nehmen wird und wie seine Charaktere ja so leben werden. Und hat mich ein bisschen an Harry Potter erinnert, an die Rolle von Severus Snape. Und ohne jetzt jemanden zu spoilern, aber auch die hat sich ja sehr verändert, gewandelt und wurde sehr intensiv in den Büchern. Und das hat man, wenn man ein zweites Mal liest, sieht man das zwischen den Zeilen auch. Und das hat mir hier auch gut gefallen. Also Game of Thrones, der erste Teil der The Song of Ice and Fire Reihe. Und ja, ich bin einfach hin und weg und könnte hier stundenlang schwärmen. Aber ich glaube, es reicht jetzt. Samt Katze, die wunderbar schläft. Und da hat sich tatsächlich noch ein Buch in den Januar geschlichen. Ja, ein Buch, das ich direkt und komplett am letzten Tag im Januar gelesen habe. Es ist von Adriana Popescu, Lieblingsmomente, erschienen im Piper Verlag. Und es war ja ein Geburtstagsgeschenk der lieben Miriam vom Kanal MJ Liest. Ich verlinke sie natürlich in die Infobox. Und ja, sie hat mich mit ihrem Lieblingsbuch und ihrem Buchhighlight 2015 zum Geburtstag überrascht. Und ich dachte irgendwie, ja, so nach Game of Thrones passt das bestimmt mal gut. Es ist einfach was ganz anderes und fängst du mal an. Und ich habe es wirklich am Sonntag komplett verschlungen. Ich habe angefangen, ratzfatz waren 150 Seiten weg, dann war ich auf 250 und ich glaube, alles im Allen sind es um 377 Seiten und ich habe es geliebt. Es ist ein wunderbares Buch, das alle
Ja, Gefühle in einem aufleben lassen und einen mitnehmen auf die Geschichte von Layla und Tristan. Und als ich den Namen Layla las, dachte ich schon, das kennst du irgendwie, da gibt es ein Lied. Und tatsächlich ist sie nach dem Lied benannt. Und dann gab es einen Tristan. Und ich fand da zum Beispiel schon wunderbar, als sie sich das erste Mal trafen, dass Layla zum Beispiel auch schon denkt, sie kennt gar keinen Tristan außer aus Büchern. Und so ging es mir auch. Und ich hatte direkt ein Bild im Kopf bei den beiden Namen. Und ich, ja, das war wunderbar beschrieben, allein wie die beiden dargestellt wurden in dem Buch. Und ja, Layla ist Fotografin, hat einen festen Freund, Olli. Olli ist ein, ja, ich würde sagen, ziemlicher Langweiler, Workaholic und lebt irgendwie so sein Leben eher für die Arbeit und nicht für das Leben. Und Layla hat eine beste Freundin, Becky, auch ein super sympathischer Charakter. Und ja, Tristan und Layla treffen aufeinander und spüren irgendwie, ja, da ist Lebendigkeit, da ist etwas zwischen den beiden und entdecken gemeinsam eben einen Lieblingsmoment in ihrem Leben. Und um Lieblingsmomente, wie man sie schafft, wie man sie erkennt, wie man sie in Erinnerung behält, darum geht es im Grunde in diesem Buch. Und ja, zwischen den beiden ist eben etwas Besonderes und doch hat doch Layla einen Freund zu Hause und auch Tristan scheint jemanden zu haben oder zumindest ein Geheimnis um Helen und beide... Ja, haben nicht nur eine Leidenschaft für das Leben, für Lieblingsmomente, sondern auch für Musik, denn auch Musik spielt in diesem Buch eine große Rolle und es gibt einen Künstler, ich glaube, ich habe jetzt leider nicht seinen Namen aufgeschrieben, ja, sorry, ich verlinke ihn in der Infobox, er hat nämlich auch einen YouTube-Kanal und man findet hinten eine Liedliste und die Lieder kann man sich dann tatsächlich anhören, sodass eben Tristan und Layla tatsächlich auch Stimmen, Melodien in einem auslösen. Und es sind einfach ja, wunderbare Momente. Es gibt einen Moment, wo Tristan für Layla singt und das war so herzerwärmend und so berührend und gleichzeitig hat man innerlich so gelächelt und sich gut gefühlt und es war immer so ein warmes Gefühl, was man bei dem Lesen hatte und das Herz wurde ganz warm und es wurde einem weich und irgendwie war es, wie wenn alles so von Sonne umleuchtet ist. Es war ein wunderbares Buch, es war ein wunderbarer Lesemoment, wenn man so möchte, um auf den Titel zurückzukommen. Und ich fand auch toll, Layla macht eine Reise durch ihre Stadt. Wir sind hier in Stuttgart und das hat sich so echt angefühlt. Und man hatte wirklich das Gefühl, man läuft mit ihr durch diese Stadt und empfindet das, was sie auch empfindet. Und ich fand das unglaublich toll, wie da der Stil von Adriana Popescu rübergekommen ist, wie lebendig sich das angefühlt hat, wie echt und wie es mich einfach mitgerissen hat. Ich fand das wunderbar. Es war nicht wie wenn ich lesen würde, sondern wie wenn ich wirklich dabei wäre. Fast schon wie wenn ich irgendwie einen Film schaue, ist da wirklich sind da Bilder in meinem Kopf entstanden. Und ich fand das wunderschön. Und wie man sieht, habe ich hier tatsächlich ein bisschen was markiert. Eben wunderschöne Stellen. Und es sind wunderbare Momente. Ich guck mal, was ich vielleicht so ein bisschen vorlesen kann, was nicht zu lang ist. Ich habe doch einiges ein bisschen markiert. Und du schenkst mir besondere Momente und lässt mich mit ihnen nicht allein. Du bist immer ganz nah. Du bist immer ganz bei mir. Das meine ich so. Und ach, ist das nicht schön? Und das ist auch so das Besondere zwischen den beiden, dass sie ihre Lieblingsmomente miteinander so genießen und ganz toll und das wird so mein Motto, denke ich einfach, für das Leben, was ich wunderschön fand, ist, es steckt mehr in dir, als du denkst, mach jeden Moment zu einem Lieblingsmoment und das fand ich toll, also wunderbares Buch, hat mich total gefesselt, total begeistert. Miriam, vielen lieben Dank für die Geschichte. Ich kann gar nicht oft genug Danke sagen. Es gibt einen zweiten Band, ich glaube, Lieblingsgefühle. Oh, ich habe es mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall geht es dann im Grunde weiter. Das Buch ist in sich eigentlich schon abgeschlossen. Man könnte das Ende so lassen, wie es ist. Aber es macht dennoch neugierig auf, wie geht es weiter. Und ich werde es auf jeden Fall mir holen. Also ich will es unbedingt lesen, will unbedingt wissen, wie es weitergeht und will einfach nochmal so dieses Gefühl, was dieses Buch in mir hinterlassen hat, ja, einfach genießen. Und ja, was soll ich sagen? Aller guten Dinge sind drei. Das dritte Monatshighlight. Das ist
ein toller Januar gewesen. 3 Bücher-Highlights. Ist das nicht echt der Hammer? Also ein ganz, ganz toller Monat. Und gerade fasziniert, ihr habt es vielleicht auch wirklich jetzt in den Buchausschnitten gesehen, hat mich dann auch das letzte Buch, weil ich gar nicht dachte, dass ich es noch so schaffe, weil ich ja wirklich erst an dem letzten Sonntag am 31. angefangen habe zum Lesen. Und ich glaube, wie ich schon zu Game of Thrones gesagt habe, das wird das letzte Buch sozusagen in dem Monat sein. Und schwupps, kam danach direkt noch eins. Also 3 Buchhighlights, Elias und Laia, Game of Thrones, der erste Teil, der das Lied von Eis und Feuer Saga und die Lieblingsmomente und es ist einfach toll. Also ich freue mich, dass mich diese Bücher so begeistert haben, dass sie mich so gefesselt haben, so auch noch im Nachgang beschäftigt haben. Das kann ich ja heute sagen. Heute ist das erste Wochenende im Februar und ich wirklich so hin und her war von diesen, was diese Bücher in mir so ausgelöst haben. Ganz, ganz tolle Bücher, absolut empfehlenswert. Natürlich leider auch ein Buch dabei, das mich enttäuscht hat, in das ich gar nicht reinkam. Das war das Lied der Dämonen, fand ich sehr schade, hätte ich mir so viel mehr erhofft und gewünscht. Aber es kann halt nicht alles ein Highlight sein und danach kam mir direkt ein absolutes Highlight. Ja, ein toller Büchermonat und ich freue mich jetzt schon auf den Februar. Mal sehen, was da so an Highlights oder auch Nicht-Highlights so auf mich wartet, was mich begeistern kann. Und mir gefällt das mit den Videoabschnitten nach wie vor sehr, sehr gut. Ich finde es toll, dass man da eben einfach so seine Gefühle direkt loslässt. Das finde ich eigentlich ganz toll. Auch jetzt beim Schneiden werde ich auf jeden Fall viel Spaß haben. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinem Büchermonat. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kennt ihr eins der Bücher oder wollt sie selbst noch lesen oder könnt mir irgendwas empfehlen, wo ihr sagt, wenn dir das gefallen hat, dann wird dir auch das gefallen. Alles immer her, bin ich sehr, sehr immer froh, so etwas zu lesen. Buchempfehlungen kann man nie genug haben. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.